Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, kennen Sie Carlos Fernando oder Dieter Manske? Nein? Aber sicher doch Mehmet Turgut, Amadeo Antonio. Das sind die Namen einiger Mordopfer rechtsextremer Gewalt. Sie stehen stellvertretend für die mindestens 196 Todesopfer rechtsextremer Gewalt, die die Amadeo Antonio Stiftung, benannt nach einem der Opfer, allein seit der Wiedervereinigung gezählt hat, bei einer hohen Dunkelziffer. Die meisten dieser Menschen wurden Opfer von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie, Verachtung von Obdachlosen und anderen. Andere wurden zu sogenannten Kollateralschäden, wie etwa die Polizistin Michelle Kiesewetter, die 2007 von NSU ermordet wurde. Was ich sagen will, die Gefahr ist real, auch wenn man selbst vielleicht nicht ins klassische Beuteschema der Rechten passt. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist nun das jüngste und prominenteste Beispiel, das im Juni mit in die kollektive Aufmerksamkeit der Bundesrepublik eingehämmert wurde. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass wir die Drohung in der Anonymität des Internets ernst nehmen müssen. Es gibt direkte und indirekte Bedrohung von Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit engagieren. Viele von uns hier im Saal werden schon ihre Erfahrungen mit anonymen Briefen, E-Mails und Telefonanrufen gemacht haben. Und das Ziel ist immer dasselbe: Den Betroffenen soll Angst gemacht werden. Sie sollen davon abgehalten werden, in ihrer Arbeit nachzugehen. Mord und die Drohung mit seiner Umsetzung ist die perfideste Form der politischen Kommunikation, die wir kennen. Aber das ist es, womit wir es zu tun haben, mit organisierten Rechtsextremisten, die vor nichts mehr zurückschrecken. Und das Internet hat, so wie vieles auch, ihre Organisation erleichtert. Sie vernetzen sich, und aus der Anonymität des Internets heraus ist es umso leichter, unentdeckt zu bleiben. Das gilt für Reichsbürger, die hier im Hause bereits Thema waren, genauso wie für Prepper. Das gilt aber auch ebenso für ihre bürgerlich anmutenden Wegbereiter einer bestimmten rechtspopulistischen Bewegung, deren Flanke ganz nach rechts steht, weit offen. Wenn etwa die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende sich als widerständig sieht, für die Interessen von Volk und Vaterland engagiert und die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze für mehr als enttäuschend hält. Dann ist ihr Engagement für einen Verein, in dem der verurteilte Holocaust-Leugner Mitglied sind, vielleicht doch kein Zufall. Die Neonazis in den Straßen von Chemnitz, die dort im vergangenen September regelrechte Hetzjagden betrieben, bezeichneten sie als tausende deutsche Patrioten. Ihr damaliger, vielleicht ja auch weiter bestehender, wir wissen es nicht, Fraktionsvorsitzender sprang ihr bei. Die Berichterstattung entstammte einer Lügenpresse. Darum ist ihr Parteiausschluss lediglich ein Feigenblatt für eine strukturell mit Rechtsextremen durchsetzte Partei. Die Ermittlungen zu rechten Terrornetzwerken wie Nordkreuz haben gezeigt, dass Prepper auch innerhalb der Sicherheitsbehörden aktiv sind und sich ganz konkret auf Bürgerkriegsszenarien vorbereiten. Dazu gehören neben dem Diebstahl von Waffen und Munition sowie der Bestellung von Löschkalk und Leichensäcken auch die Sammlung von Namen und Daten von Menschen, die für Demokratie und Menschenwürde eintreten. In diesem Fall flüchtlingsfreundliche Politiker, Künstlerinnen, linke Aktivistinnen, andere und in der Öffentlichkeit wurde dies auch als Todesliste bezeichnet. Auch Walter Lübcke stand auf einer solchen Liste. Der Umgang mit diesen Daten ist schwierig, das weiß ich, es gibt auch keinen Königsweg. Aber was grundfalsch ist, ist die Angelegenheit zu verharmlosen. Das lässt die Bürgerinnen und Bürger nämlich erst recht in das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und letztlich den Staat verlieren. Eine pauschale Veröffentlichung kommt ebenfalls nicht in Frage, wenn auch die erste Reaktion der Sicherheitsbehörden war, die Informationen für sich zu behalten, weil die auf diesen Listen geführten aktuell nicht gefährdet seien. Das könnte sich aber noch bitter rächen, hoffentlich nicht. Aber wir wollen nicht hoffen und wir wollen uns auch nicht daran gewöhnen, von Rechten bedroht zu werden. Nach öffentlicher Kritik hat das LKA Hamburg inzwischen eine Hotline eingerichtet. Andere Länder haben alle betroffenen Personen per Post informiert. Wenn es bei diesen Maßnahmen bliebe und wenn man sie damit allein ließe, finde ich das auch schwierig, weil es Betroffene natürlich verstört. Die allermeisten Menschen werden es sich leisten können, eine Handvoll Bodyguards einzustellen. Wir wissen aber auch, dass die Opfer von solchen Bedrohungen nicht proaktiv Angebote nehmen. Deswegen müssen sie unterstützt werden. Wir wollen erstens, dass Menschen, die auf solchen Listen verzeichnet sind, informiert werden. Zweitens muss die Information sachgerecht mit Beratung verbunden werden. Und drittens müssen die Betroffenen schnell und problemlos eine Anlaufstelle erhalten.
Diese Möglichkeiten der Beratung und des Schutzes müssen auch denjenigen offenstellen, die Sie aktuell nicht auf den Listen befinden. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Fehler, die bei der Aufarbeitung des NSU begangen wurden, nicht wiederholen. Lassen Sie uns die Gefahr, die von rechten Terror ausgeht, endlich ernst nehmen. Und lassen Sie uns am fragilsten Ende der Kette beginnen, nämlich bei den Opfern. Ich danke Ihnen.